So, und da sind wir auch schon wieder. Und nun können wir uns um die Quest, die Klasse-Quest der Schurkengilde kümmern. Da haben wir gleich zwei Stück. Huch, ich denke immer, man kommt da so rein. Kommt man aber leider nicht. Ja, und dann noch im nächsten Part. Ich denke mal, den nächsten Part machen wir heute auch noch. Machen wir wieder Hauptstory. So, hallo, Herr Gildenmeister. Soll hier alles seinen genauen Ablauf haben, ne? Einen schönen guten Abend, Ash. Und was für einen schönen Abend es ist, um zu arbeiten, nicht wahr? Dieses Mal haben ein paar übermütige Piraten ein Handelsschiff überfallen und sind mit einer Ladung Musketen aus dem Staub gemacht. Nun, da es nicht gerade gesetzestreu ist, sich über ein limsisches Schiff herzumachen, haben sich die Gelbjacken die Kollegen geschnappt, noch ehe ihre Stiefel wieder trocken waren. Sie haben die Piraten direkt an die Docks dingfest gemacht, aber von den gestohlenen Waffen fehlt jede Spur. Ich vermute, sie wurden mit einem Beiboot fortgeschafft. Also wurde unsere Gilde offiziell mit der Wiederbeschaffung der Musketen beauftragt, was natürlich nicht nötig war, da wir uns der Sache gemäß unserem Kodex ohnehin angenommen hätten. Also, hier ist eine Aufgabe, Mädel. Finde heraus, wohin die Waffe gelangt sind und beschafft die Lieferung wieder. Da die Schlägertypen, die den Händler überfallen haben, bereits hinter Gittern sitzen, wirst du deine Dolche diesmal stecken lassen können. Ich möchte, dass der Job schnell und lautlos über die Bühne geht. Und ich habe die perfekte Partnerin, die dir zeigen wird, wie das geht. Das hier ist Wikebe, die Streunerin. Es gibt da keine anderen Schurken, der es mit ihr im Schleichen aufnehmen könnte. Sehr erfreut. Gibt es ein Problem, Wikebe? Du scheinst nicht ganz auf dem Dampf zu sein. Ich habe einen riesen Kohldampf. Ich hatte mir extra ein Sandwich beiseite gelegt. Du weißt schon, die aus dem Bismarck mit dem leckeren Eiersalat. Als ich von der Arbeit wiederkam, war es verdammt nochmal weg. Oh. Das war von Verkebel. Ich dachte, es wäre von Leichtfuß. Nun, warum kümmerst du dich nicht einfach um den Job? Und ich werde in der Zwischenzeit schauen, ob ich das verschwundene Sandwich irgendwo auftreiben kann. Alles klar, Jack. Ah, eine Sache solltest du noch wissen. Die Musketen waren für das Arsenal der Gelbjacken gedacht. Wenn du sie findest, kannst du sie also einfach bei einem der ihren abliefern. Okay. Das machen wir. Kein Problem. Okay, da haben wir nichts. Oh, das sieht so schön aus. So, mit Wikiwe sprechen. Wir kleben es da noch drin. Aha, sorry. Ich habe übersehen, dass da noch jemand ist. Kisika, Chris. Da ist sie, genau da. Wenn du soweit bist, können wir aufbrechen, Ash. Eine Kollegin von mir hat die Lauscher aufgesperrt, um etwas herauszufinden, das uns helfen könnte. Ich schlage vor, du schaust zunächst immer bei ihr vorbei. Du findest sie im Wasserglas. Sie gibt sich dort als Fischhändlerin aus. Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt dürfen wir. Okay. So, einmal zur Achterburg, bitte. Achterburg.
So, hier lang. Hallo Fischhändlerin. Hallo meine Dame, wir haben Karpfen, Forellen, Hummer und Garnelen. Aber ich habe gehört, dass du auf der Suche nach einer ganz bestimmten Sorte Fisch bist. Der langen Gläsern, deren Brühen einen ausgewachsenen Mann umhaut. Die Sorte verkaufen wir hier nicht, aber du kannst es ja mal bei den Händlern von außerhalb versuchen. Wie hießen die noch gleich? Ach ja, die Schattenhändler. Sie stammen von den Inseln der südlichen See, sind bekannt dafür, mit allerlei fragwürdigen Waren zu handeln. Ich sollte dich jedoch warnen, diese Leute werden nicht gerne nach der Herkunft ihrer Waren gefragt. Genau genommen handeln sie bevorzugt mit Gütern, die vom Boot gefallen sind, wenn du verstehst, was ich meine. Aber wenn du noch immer Interesse an diesen seltenen Fisch hast, würdest du dich beeilen. Der Schattenhändler, der in Limsa Halt gemacht hat, ist dabei, seine Waren zu verstauen und die Stadt zu verlassen. Wie genau er seine Waren transportieren möchte, ist mir jedoch ein Rätsel. Leider wird seine Operation von zahlreichen Söldnern beschützt. Daher ist es nicht leicht für ein Mädchen, nah genug heranzukommen, um zu schauen, was die Konkurrenz so treibt. Ich werde weiterhin meine Augen und Ohren für dich offen halten, aber vielleicht kannst du ja auch bei anderen Bewohnern von Limsa etwas in Erfahrung bringen. Und Wikebe steht da oben. Die Schattenhändler wie? Nun, wenn einer ihrer Händler sich hier in der Stadt aufhält, wird schon irgendjemand etwas darüber wissen. Der Trick besteht darin, zu belauschen, ohne gesehen zu werden. Du wärst überrascht, was die Leute so vom Stapel lassen, wenn sie sich unbeachtet wehen. Wir konzentrieren uns auf Orte mit Andrang. Du solltest dir das Bismarck, den Fähranleger und die östliche Handelsstraße vornehmen. Ich werde mein Glück an ein paar anderen Plätzen versuchen und wir treffen uns vor der Gilde wieder. Denk dran, bleib versteckt, verhalte dich ruhig und sperre deine Lausche auf. Oh ja, das werden wir. So. Das Bismarck ist da hinten, da teleportieren wir uns aber dennoch hin. So. Und wir sollen also Verstecken benutzen. Dann tun wir das mal. Tauchende Tauben scheint etwas auf dem Herzen zu haben. Nähere dich ihr, während du durch das Kommando versteckt getan bist, um ihrem Genörgel zu lauschen. Huch. Pah, der verächtliche Gesichtsausdruck dieses Kunden. Denkt er vielleicht, ich könnte die Kasserolle dazu bringen, schneller zu kochen, nur weil er bald ablegen muss? Ich weiß ja nicht, wie es in der Südsee zugeht, aber hier in Limsa-Luminsa wissen die Leute kulinarisches zu schätzen, dass es seine Zeit braucht. Kommt schon, Taube, es gehört sich nicht, schlecht über Kunden zu sprechen. Nun, was habe ich als nächstes auf der Liste? Aha, noch ein Sandwich für die artigen Schwestern. Irgendwer dort mag wirklich gerne Ei. So. Das ist der Fähranleger. Östliche Handelsstraße wäre es dann noch. Ein Tretenplatz. Dann einmal in diese Richtung. Huch. Giruf spricht in einem leisen, aber durchaus lebhaften Ton mit einem Kunden in der Nähe. Näher dich ihm, während du dich durch das Kommando, bla bla bla. Giruf bietet seine Waren einem Kunden im Fall. Ihr habt ein ausgezeichnetes Auge für Qualität, mein Herr. Wir haben eine ganze Reihe von Produkten aus ganz Eosea, aber man kann schließlich nicht Limsa-Luminsas einen Besuch abstatten, ohne ein paar lokale Spezialitäten zu testen. Wie wär's mit einem frisch gepressten Elenoskea-Orangensaft? Oder vielleicht ist unser berühmter Salzdusch eher nach eurem Geschmack? Giroff fährt damit vor, seine Waren anzupreisen, aber seine Ausführungen haben keine Relevanz für deinen Auftrag.
Na dann, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. So, dann Fischergilde. Den hier haben wir auch noch eine. Garen Nasu scheint verstört zu sein. Nähere dich ihm, während du dich durch das Kommando verstecken. Rere Nasu murmelt ängstlich vor sich hin. Mein verdammtes Pflichtbewusstsein, wäre ich nur mal auf noch ein Gläschen in der Sorge geblieben, anstatt frühzeitig hierher zurückzukehren. Jetzt muss ich diese Bestechung mit ansehen. Und dann auch noch mein Hilfskapitän. Ich frage mich, was das für ein Händler war. Ein Schmuggler? Sehr wahrscheinlich. Sollte ich die Sache in Gelbjacken melden? Was, wenn ich beobachtet werde? Ich könnte mit dem Gesicht da unten im Hafenbecken treibend enden. Okay. Und damit hätten wir das. Wikiwe, hallo. Willkommen zurück, Ash. Ich hoffe, dein Herumgeschleiche war erfolgreich. Ja, sozusagen. Du magst ja ein Todesengel mit den Dolchen sein, Mädel, aber ein Schurke, der den Schatten nicht zu schätzen weiß, findet in der Regel ein frühes Grab. Durch das Schleichen kannst du deine Nase in viele Dinge reinstecken, ohne dir dabei Ärger einzuhandeln. Oder du kannst dich dadurch in eine gute Position für einen Überfall bringen. Sobald du jedoch entdeckt wirst, ist der Spaß vorbei. Das Verstecken dient dem Verbergen und der Ablenkung. Aber wenn jemand erstmal weiß, wo du bist, kannst du nicht so einfach verschwinden. Aber genug von meinem Geschwätz. Was könntest du über unseren gesuchten Händler in Erfahrung bringen? Er hat einen Ferienkapitän bestochen, wie? Und nach dem, was du von der Köchin im Bismarck erfahren hast, wird er wohl bald wieder aufbrechen. Das stimmt mit meinem eigenen Nachforschungen überein. Er hat sein Gästezimmer bereits verlassen, seine Rechnung vollständig beglichen. Da es sich um einen Händler handelt, können wir wohl davon ausgehen, dass er nicht ohne seine Waren abreisen wird. Also, hier ist der Plan. Wir warten darauf, dass er seine Güter am Steg ablädt und dann schleichst du dich hin, um dir die Schusswaffen zu krallen. Ja, wir können den Job lautlos über die Bühne bringen. Aber schadet nie, sich auf das Schlimmste gefasst zu machen. Es klingt, als hätte er eine kleine Armee von Söldnern angeheuert. So. Ich werde die Gelbjacken informieren, damit sie einen Wachposten nahe der Handelsstraße abstellen. Dann hast du es nicht so weit, wenn du die Musketen sichergestellt hast. Das Ziel muss jeden Moment hier sein, Ash. Hast du auch dein Schleichschüchen an? Ja, habe ich. So, rein damit uns. So. Ja, dann verstecken wir uns mal. In der Hoffnung, dass es klappt. Vor allem, die sehen mich da erstmal alle, ne? Du da! Was hast du hier zu suchen? Ich habe meinen Jungs doch gesagt, sie sollen den Steg frei halten. Hä? 5, 6, 7. Einer fehlt! Meine Kiste mit Musketen! Sie ist weg! Hi! Dieben! Haltet sie auf, ihr nutzlosen Vorpätze! Wofür bezahle ich euch eigentlich? Ach ja. Und so geht der Tanz aufs Neue los.
So. Bring die Musketen zu der Gelbjacken. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt alles hier so klappt. Oh Gott. Das ist so. Hallo, Herr Gelbjacke. Guck mal, was ich habe. Ja, das sind unsere gestohlenen Musketen. Der Quartiermeister wird hoch erfreut sein. Ja, Spielinhalt beendet. So. Nun dürfen wir zurücklaufen. Ja. Aber das ist doch auch schon erledigt. Hinken zwar etwas zurück, aber passt. Das war knapp, oder Mädel? Nachdem du die Gelbjacken erreicht hattest, hat der Händler seinen Schläger jedoch zurückgerufen. Immerhin ist er schlau genug, um zu wissen, wann es besser ist, Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Lass uns reingehen und Jack die guten Nachrichten überbringen. Ich habe Kampfgeräusche gehört und nun weiß ich ja auch, woher diese kamen. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, den Job lautlos zu erledigen. So viele Söldner waren da, aber die Gelbjacken haben ihre Ware wieder. Also Ende gut, alles gut, oder? Du bist auf dem besten Weg, ein erstklassiger Schurkin zu werden, Ash. Der Job ist vielleicht nicht ganz nach Plan verlaufen, aber du verstehst nun, wie wichtig es ist, im Verborgenen zu operieren, nicht wahr? Das Herumschleichen mag dir langsam erscheinen, aber langfristig erspart es dir viel Zeit und jede Menge Verletzungen. Ach ja, wo wir gerade von unerwarteten Entwicklungen sprechen. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Wikebe. Ich habe die ganze Gilde auf den Kopf gestellt, aber anscheinend hat irgendein gewissenloser Typ sich dein Sandwich einverleibt. Es war nur noch Krümel davon übrig. Nein, mein Sandwich! Es war doch ein Bismarck Spezial! Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich auf diese Mahlzeit gefreut habe? Mir hängt der Magen schon in den Kniekehlen. Das ist eine Tragödie von höchstem Ausmaß, mein Lieber. Und du weißt ja, dass ich es nicht ertragen kann, Schurken in Notleiden zu sehen. Daher habe ich Leichtfuß mit einem Spezialauftrag versehen. Er sollte eigentlich jeden Augenblick zurück sein. Mit einem frisch gemachten Bismarck-Spezial-Sandwich. Das hast du für mich getan? Du verkackeierst mich nicht, oder, Jack? Darüber macht man keine Witze. Es liegt in der Verantwortung eines Gildenmeisters dafür zu sorgen, dass alle Mitglieder wohl auf und in der Lage sind, ihrem Job nachzugehen. Ah, Jack, da bist du ja. Ich habe das Sandwich, das du bestellt hast. Und die Köchin hat mir ganz schön die Leviten gelesen, als ich ihr sagte, wir hätten es eilig. Vielleicht solltest du es dir beim nächsten Mal genau überlegen, bevor du dir das Sandwich einer Kollegin schnappst. Oh, verdammt. Jack, hast du etwa mein Sandwich gegessen? Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Hier ist ein frisches neues Sandwich für dich. Nicht so ungut, oder? Du hast etwas gestohlen, das mir gehört, Jack. Ich kann den Kodex nicht einfach ignorieren. Ja, der Kodex. Den Kodex dürfen wir nicht ignorieren. Du machst Witze, oder, Mädel? Mädel? Oh!
So schnell habe ich noch nie jemanden an einem Seilbaumen sehen. Eine Strafe, die dem Vergehen gerecht wird. Wie gut, Herr Ash. Der Kodex existiert, um den Frieden in Limsa zu bewahren, um ein Blutvergießen in den Gassen zu vermeiden. Diese Stadt ist mein Zuhause und meine Dolche werden es mit jedem aufnehmen, der diesen Frieden bedroht. Eine wichtige Lektion. Lass uns reingehen, oder? Dein Sandwich wird kalt. Boah, es regnet doch noch. Hey, wollt ihr mich einfach die ganze Nacht hier hängen lassen? Immerhin habe ich einen schönen Ausblick auf den Hafen. Verdammt, sind diese Seile eng. Und nun stehen wir ausgerechnet in der Schuld dieser Schurken. Völlig unangemessen. Ich würde die Typen ja lieber in einer Zelle neben den verdammten Piraten sehen. Kannst du aber nicht. So, wir können die Quest abgeben. Ja, ich würde gern eintreten. Autsch, diese Seile hinterlassen ganz schön schmerzhafte Striemen. Ich konnte mich zwar selbst befreien, aber das ist das letzte Mal, dass ich meinen Magen das Denken überlassen habe. Und bedenke Folgendes: Wekeba hat mich schon wegen eines Eier-Sandwich aufgehängt. Bei groberen Verstößen gegen den Kodex kann es ein deutlich schlimmer werden. Widme dich wieder deinem Training, Mädel. Schon bald wirst du selber Gerechtigkeit üben. Okay, das ist am sinnvollsten gerade. Okay, neue Dolche. Beim nächsten Mal kriegen wir Wurfmesser. Ah, Ash, du kommst genau richtig. Es gibt anscheinend Ärger. Der Kunde ist auf dem Weg, also rühr dich nicht von der Stelle und spitz die Ohren. Ich werde Leichtfuß und die Streunerin ebenfalls mit der Sache beauftragen. Es geht direkt Schlag auf Schlag hier weiter. Jack, der Kunde ist eingetroffen. Der Gast ist vom Malstrom-Kommando und überbringt vertrauliche Befehle direkt vom Admiral. Wird also sicher kein leichter Job werden. Ich fürchte, euer Gildenmeister hat recht. Vor ein paar Tagen strauchelte ein ausgemergelter Mann auf der Suche nach Hilfe in eines unserer Lager. Nachdem wir den armen Kerl befragt haben, fanden wir heraus, dass er nur knapp einem Leben als Sklave entgangen ist. Er behauptet, dass Piraten sein Dorf überfallen und ihn, wie auch viele andere, entführt hätten. Die Leute sollten wohl anschließend auf dem Schwarzmarkt feilgeboten werden. Wir haben einen Spätrupp losgeschickt, um die Geschichte zu überprüfen, und fanden das Dorf komplett zerstört vor. Es war lediglich eine mickrige Siedlung, die nicht einmal ein Wachhaus hatte. Daher wussten wir bisher auch nichts von ihrem traurigen Schicksal. Man könnte meinen, diese Piraten hätten noch nie etwas von dem Kodex gehört. Brave Bürger ausrauben und in die Sklaverei schicken. Die haben sich eine ordentliche Abreibung verdient. Und ob, der Kodex verliert zwar nicht allzu viele Worte darüber, aber wenn es gegen jene geht, die sich an den Schwachen vergehen, gibt es keine Gnade. Immerhin waren die ersten Piraten die Typen, die selbst von der Unterdrückung in den nördlichen Meeren geflohen sind. Wer seine eigene Geschichte verdrängt, riskiert das zu werden, was er am meisten gehasst hat. Also, habt ihr Informationen über die gesuchten Halunken? Die haben wir. Aus den Beschreibungen eines geflohenen Dorfbewohners konnten wir schließen, dass diese Gesetzesbrecher Mitglieder der Schädelbande sind. Eine Piratenmannschaft, die eine offizielle Freibeuterlizenz besitzen. Jedoch sieht es so aus, als würden sie die Freibeuterei lediglich als Fassade nutzen, in der sie ihren unerlaubten Aktivitäten nachgehen. Kaum vorzustellen, wie viele andere Bewohner Limsas diesen gefährlichen Sklavenhändler bereits zum Opfer gefallen sind. Und wir haben das direkt vor unserer Nase zugelassen. Der Admiral wünscht, dass diese Schmach unverzüglich aus der Welt geschafft wird. Aber schon allein das Aufspüren dieser armen Seelen, die in die Sklaverei verkauft wurden, übersteigt unsere personellen Kapazitäten. Zudem könnten wir zwar noch mehr Soldaten auf das Problem ansetzen, aber dabei riskieren wir zu viel Aufmerksamkeit zu erregen und womöglich eine Panik zu verursachen. Daher möchten wir die Schurkengilde um Hilfe ersuchen. Wir bitten darum, dass ihr die Schädelbande ausschaltet und die Dorfbewohner aus der Gefangenschaft befreit.
Und das alles möglichst diskret, wenn es geht. Ist so gut wie erledigt. Wenn diese miesen Typen erst unsere Klingen im Rücken spüren, wird ihnen nur ein kurzer Moment zur Reue bleiben. Ehe wir die Einhaltung des Kodex durchsetzen. Alles klar, an die Arbeit. Ich werde mich dieser Sache selbst annehmen. Leichtfuß, Verkebe, ihr zwei solltet die Untersuchung des Marschstroms unterstützen und herausfinden, was aus den Leuten geworden ist, die bereits in die Sklaverei verkauft wurden. Ash, du kommst mit mir. Ich denke, du bist bereit für den nächsten Schritt deiner Ausbildung. Ja, diesen nächsten Schritt der Ausbildung werden wir allerdings erst beim nächsten Mal machen. Und ja, bis dahin, viel Spaß mit dem Part und bis zum nächsten Mal. Ciao.